So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Und wir waren fertig mit dem Level und haben einen Pumpkin bekommen, um unsere Pflanzen zu schützen. Und ja, den können wir eigentlich theoretisch sogar mal ausprobieren. Ich will direkt mal jetzt die richtige Reihenfolge hier einhalten. Was ist das denn? Ich fürchte, ich weiß, was es ist. Und ich habe Angst davor. Die hätte ich gern. Wo die laden sich schneller auf, beziehungsweise die kann man gezielter platzieren. Nee, eigentlich sind die besser. Nee, die sind besser. Kosten auch weniger, warum auch immer. Egal, wir brauchen... Was brauchen wir noch? Die brauchen wir noch. Und... Was können wir denn noch nehmen? Die hätte ich gern noch. Die hätte ich gern... Der ging Zombies aber nicht. Ja, probieren wir mal so. Plant. Woo! Hierhin. Hierhin. Gut, das war jetzt doof, das sehe ich ein. Egal. Kriegen wir schon hin irgendwie. Dann haben wir wenigstens hier schon mal ein Lilypad. Komm schon, gib mir Sonne. Are coming. Ja, die Zombies kommen. Das sehe ich genauso. Komm schon, gib mir Sonne. Ah! Gib mir Sonne. Zurück. Dankeschön. Du bist ein Schatz, du kleiner Pelz. So. Jetzt gibt es hier ein bisschen Sonne von den beiden. Nee, da nicht. Ich hoffe, der kriegt das hin. Oh ja, der Arm ist ja schon ab. Dort kriegt er hin. Kann es sein, dass die irgendwie langsamer geworden sind? Oder kommt mir das nur so vor? Kommt mir wahrscheinlich nur so vor. So, ich hätte gern auch noch so eine Lampe. Ich habe nicht genug Geld für die Lampe. Egal. Das kriegt er auch noch hin. Ja, 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 ja. Hojo, hojo. Das kriegt er hin. Und Kopf ab. So. Die dürfen nicht mehr angeknabbert werden. Weil sonst geben die nach. Ja, wir müssen jetzt schauen. Dass wir ein bisschen nach vorne kommen. Vom Licht auch her. Das heißt, wir nehmen hier noch Lampen hin. Oder? Können wir eigentlich machen, ja. So, warte mal. Da brauchen wir jetzt unbedingt eine große Nuss. Da brauchen wir jetzt eine große Nuss da oben. Schneller! Ah, Hilfe! Komm schon! Alter! Sie verarschen! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Spawn mir Sonne, so. Alles klar. Dann kommt jetzt hier noch einen. Hier müssen noch Sunshrooms hin. Wir brauchen viel Sonne. Und die Nutz war deplatziert. Hier muss eigentlich das erstmal hin. Und da sehe ich schon die nächste. Ich brauche 125. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder wie, oder was? Ja, geht nicht anders. Geht nicht. Verkackt, Alter. Verkackt, was da los? Was da los mit dem Ding? Na gut, der wird überrollt vom Rasenmäher. Das kriegen wir schon in einer Runde hin. Soll ja nicht zur Gewohnheit werden. Hier unten bräuchte man noch so eine Lampe. Hier auf dem Wasser bräuchte man noch... Oh! 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 Okay. Pass mal auf, die wachsen ja schon. Bubbelt der die Zombies down? Ja, macht er, hat er, kann er. So, da oben, der kommt auf der richtigen Lane. Das passt mir ganz gut. So, die Sonne haben wir jetzt schon mal. Schützen wir den so. Das könnten wir eigentlich theoretisch machen.
So. Okay, Sanders, ich war gerade verwirrt, Sanders Stream war gerade offline. Egal. Hier bräuchte ich jetzt ein großes Nüsschen. Wir sind Taube, 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 Nüsschen, yeah, Taube, Nüsschen, Taube, Nüsschen. Den machen wir so down. Yeah, Dutch. Okay, hier ist jetzt alles eigentlich gewachsen. Wir haben noch die Sterne. Warum mache ich denn die Sterne nicht? Die Sterne sind doch viel besser, Alter. Final Wave, Alter. Ja. So, jetzt kannst du dich an der Nuss satt fressen, du Sau. Okay. Da unten kommt aber schon der nächste. That's pretty bad. Ich lasse jetzt. Kriege ich das noch hin? Theoretisch. Ja. Und praktisch. Praktisch, 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 praktisch auch. Ja. Oh, was ist das denn? Dup, 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 dup. Remove helmets and other metal objects from zombies. Okay, da können wir jetzt mit Heidinger und so weiter abziehen von Zombies. Das ist natürlich cool. Das will ich gerade mal ausprobieren. Obwohl es eigentlich scheiße ist. Ich kann mich daran erinnern. Es ist pretty bad. Pretty bad. Die brauchen wir wieder. Die und die natürlich. Die und natürlich. Weil theoretisch können wir da eigentlich, wenn wir die Squash nehmen, können wir das auch lassen. Weißt du? Das ist so bescheuert. Die Kakteen brauchen wir, wie wir sehen. Das bräuchten wir. Haben wir das so? Können wir das so lassen? Haben wir. Ja. Ja. Eigentlich ja. Können wir so lassen. Set Plant. So, Digging Zombies habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Aber ich denke mal nicht. So, zack. Und zack. Und da kommen auch gleich die ersten Zombies. Nämlich jetzt. Da kommen die ersten Zombies. Aber wir sind ja gewappnet. Wir haben schon drei Lanes abgedeckt. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich habe jetzt die Runde hier noch in die Folge reingehängt, weil eigentlich dürfte das funktionieren von der Zeit her. Dass wir so auf 15 Minuten ungefähr kommen. Bei zwei Waves, ja. Vielleicht kommen wir ein bisschen drüber, aber naja. Ist ja egal. Ist ja egal. So, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Sonne. Diesmal geht es schon deutlich einfacher, weil wir jetzt gleich von Anfang an mehr Sonnenshrooms gepflanzt haben. Die Dinger pflanze ich dann gleich noch und dann kommen davor die Tall Nuts. Die kommen dann direkt davor. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Machen wir erstmal hier. Machen wir erstmal hier. So. Da sehen wir nämlich hier schon mal ein bisschen mehr. Und wenn wir die natürlich hier hinstellen, ist einfach alles abgedeckt, aber so reicht's eigentlich vom Prinzip her. So. Von Firma her. Jetzt dürften auch gleich schon die ersten fliegenden Zombies kommen. Die hasse ich ja. Weil die sind einfach bescheuert. Nein, du frisst nicht meine Blume an. Böser Zombie. So. Bis zur ersten Zwischenwave will ich eigentlich schon mal ein bisschen was fertig haben hier. Das heißt, vor die beiden Pflanzen da in der Mitte, diese hier, schon mal eine Tornat vorbauen. Das will ich eigentlich schon mal fertig kriegen. Und wir haben hier immer noch keine Defense irgendwie in der Mitte. Das müssen wir auch noch aufbauen. Nämlich jetzt. So. Das. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe mal. Ich hoffe, das reicht vom Zeitmanagement her. Das wird schwierig. Schwierig, schwierig. Ich baue jetzt die nächste Nuss gleich. So. Und jetzt können wir hier die nächste Defense-Reihe aufbauen. Die Squash heben wir uns für den Notfall auf. Genauso wie die Jalapeno.
Denn die können uns im Notfall echt den Arsch retten. Nein, das kommt da nicht hin. Das kommt da hin. Ich überlege gerade schon mal, diesen hier zu machen. Das ist nämlich gar keine schlechte Entscheidung. Das aber jetzt auch nicht unbedingt. Zack. Versenkt. Okay. Jetzt kommt gleich die erste Zwischenwave. Ich hab Angst. Ich hab wirklich Angst. Ich hab echt Angst. Aber wir haben ja von den Tornads her zum Beispiel schon mal, sind wir eigentlich schon mal ganz gut gerüstet. Die Kakteen bauen wir gleich noch in der ersten Reihe hier aus. Komplett. Und dann läuft das eigentlich. Jetzt haben wir natürlich da oben ein Problem. Wobei es weniger ein Problem ist. Nämlich, wir machen einfach den. So. Jetzt, wenn wir den down haben, kommt die erste Zwischenwave, ne? Jetzt. Ist aber alles... Nee, doch nicht. Wir haben noch eine Minute oder so haben wir noch. Naja, die zwei Zombies haben wir noch, um ehrlich zu sein. Hier brauchen wir noch ein paar Kakteen. Oh, ich brauche mehr Sonne, Alter. Ich brauche mehr Sonne. Gib mir mal Sonne. 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 So. Oh, jetzt kommt genau auf dieser Lane hier bestimmt so ein fliegender Zombie. Ich weiß das. Huch, wieder aus dem Fenster geklickt. I'm sorry. Oder auch nicht. Jetzt kann er natürlich kommen. Jetzt ist es mir egal. Jetzt brauchen wir noch 125 Sonnenlicht. Damit wir die Mitte abdecken können. So. Sehr schön. Sehr schön. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das mit der 15 Minuten kommt eigentlich auch ungefähr, wenn ich das so beobachte. Naja, wird man sehen. Hier können wir jetzt auch die Kakteen austauschen. Schnauze. Versenkt. So, den noch. Und dann haben wir auch die Tornads. Ihr könnt uns nichts mehr anhaben. Wir sind unhittable. Impossible, quasi. Okay, das läuft gut. Ich bin begeistert von mir. Meine Führungsqualitäten haben sich bewiesen. Ein Diamant. Ah! Ein Diamant. Ein Diamant ist geil. Richtig geil. Damit kommen wir nämlich unserem Ziel, dem 9. Slot, wesentlich näher. So. Aber eigentlich haben wir es. Wir sind durch. Kann man sagen. Wir sind wirklich schon durch. Das Einzige, was uns jetzt noch Probleme machen kann, sind diese Eimer-Zombies. Aber auch gegen die haben wir eigentlich unsere Methoden. Ja, das funktioniert. Und dann werden die auch so geplättet. Hier unten noch einer. Und die laden sich auch relativ schnell wieder auf, diese Squash. Deswegen sind die eigentlich eine Wunderwaffe, will ich sagen. Und die stellen wir dann einfach hier in die Mitte, immer. Und dann ist das gut. Und... Wieso reagiert er da nicht drauf? Na egal. Daneben nicht. Ah, da oben ist auch noch einer. Welche können wir denn mal austauschen? Die hier können wir austauschen. Die waren nämlich schon leicht lädiert. Okay, das klappt nur in der Mitte hier irgendwie. Aber gut, dann lassen wir die zwei Slots auch einfach mal frei. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Los, frisst das Nüsschen an. Und platsch. Geil, einfach geil. So, jetzt kommt doch gleich die Final Wave. Final Wave. Final Wave. I'm singing for the Final Wave. Keine Ahnung warum, aber ich kann's. Die können wir noch austauschen. Haha, dein Eimer ist verbeult. So. Ach, die muss man direkt draufsetzen, okay.
Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Die Jalapeno haben wir noch für den schlimmsten Notfall. Ja, dann blascht euch halt auf. Aber es bringt euch einfach mal gar nichts. Ich mach euch trotzdem down. Und können wir mal den machen. Hier können wir mal den machen. Und ja. Jetzt müssen wir warten. Ich hab nichts mehr. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Das kriegen wir gut hin. Nur der eine Eimer-Zombie. Ich hätte jetzt gerne die Squash, damit ich das beschleunigen kann. Aber was nicht ist, das ist nicht. Dein Eimer wird gleich verbeult sein. Dein Eimer ist jetzt verbeult. Und gleich ist meine Squash wieder aufgeladen. Und dann sage ich mal, Runde beendet. Blub. Oh, eine Message. Hello, this is your mother. Please come over to my house for meatloaf. Leave your front door open and your lawn unguarded. Simsally, Mom, not the zombies. Unsere Mutter hat uns also eingeladen, auf ein Meatloaf vorbeizukommen. Keine Ahnung, was das ist, aber ich denke mal, es hat was mit Gehirn zu tun. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge dann zu unserer Mutter rüber und statten ihr mal einen Besuch ab. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.